So, weiter geht's mit Death Game mit Afterlife, Load Game, Altman's Yours by Frupus, 16,5, bla. Es kann Richtung Finale gehen. Richtung Ende. Ich habe jetzt schon mal von dem Safe Game jetzt schon mal ein Safe gemacht. Für den Fall, dass ich eventuell vergesse, vor der eigentlichen Stelle dann nochmal zu saven. Aber das sehe ich dann gleich ja. Ich dürfte jetzt eigentlich nichts mehr machen können, großartig. Alles andere, ich weiß immer noch nicht, was das Ding oben rechts auf der Insel haben möchte. Gibt Eis, irgendwas und in dem Darkness Falls war auch noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt, aber egal. Ja, das sind die Sachen, die ich noch machen könnte. Und ja, gut, dann halt die Enten. Und eventuell halt noch heroische Bosse. Aber ich überlege gerade, ob ich das vielleicht. Ja, mache ich das. Ja, im Endeffekt, ich kann nicht mehr leveln. Ich würde das nur bis 90 will oder so machen. Damit ich notfalls halt im Ende nicht noch über 100 wieder komme. Aber das ist jetzt auch mal dahingestellt. Ich mache jetzt erstmal weiter. Ich weiß noch, dass ich damals definitiv schon unten in diesem Wassergebiet dachte, das wäre das Ende. Und dementsprechend bin ich dann relativ schnurstracks Richtung Finale auch gegangen damals. Need three Sigils of Kaer Shirai. Ist das mein Pferdchen? Oh nein! Wait, kann man theoretisch. Ne, die Blumenfähigkeit bekommt man. Ich wollte gerade sagen, kann man theoretisch hier landen ohne das Ding? Goldhorse. Okay, es war nicht mein Pferdchen. Soren? Oh, the fuck are you? An dich erinnere ich mich nicht. Do you remember me? Klingt weiblich, man könnte aber auch davon ausgehen, dass man das selber als Kind ist. What? Okay, das ist neu. Es ist eine gespiegelte Version unseres Hauses, kann das sein? Kann ich nach oben? Nope. What the hell? Pick up item blindfold. Ah, gib Eiscover. Halt, das Item nimmt dann bitte mal weg, oder? Treppen. Does fate guide you to blind yourself in my presence? Past and present, you refuse to see me, but I understand why you do it. Everyone else who's looked into my eyes seems to die. The whole world has always felt like it wants me gone. Even the love I depended upon betrayed me. A scared and lonely child. Chased to ragged breath by hounds. In the darkest of nights, I brought a knife to my throat. And then they spoke. The chorus of a million voices distilled into one. Sacrifice grants power. But it's worth it. To suffocate every last soul in Vados. I want you there to see it all burn. The kingdom that sent Everly away. But not like this while you dream. Okay, Moment. Hat jetzt nicht gerade der Tod geredet, dass das der Tod war, verliebt in Everly? Der Tod ist unser Vater? Das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus, aber ich kann mich auch irren. Blindfold, Stärke 4, Finesse 4. Blind to win equipped. Hunters will use this while training to hone the other senses.
Warum sollte man das machen? Warum sollte ich Moment, ich muss jetzt raustappen und im Wiki gucken. Death Gambit Blindfold. Warum sollte man das machen? Ich sehe nicht, warum man das machen sollte. Starting has been found the room of the opening door leading to Kaer Shirai, ja. Blind Soulman equipped. Das war's. Kannst sogar upgraden. Okay, ja, jetzt habe ich schon was gelesen, was ich nicht wissen wollte, aber was ich mir schon gedacht habe und was ich probiert hätte als nächstes. This item is needed for a puzzle on the Stranded Isles. Okay, gut. Habe ich mir gedacht, Blindfold. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Jetzt bin ich verwirrt. It can also be traded in the Stranded Isles for Dark Matter. Thought it's advisable to complete the puzzle first. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, nicht droppen. Nicht in dem Loch droppen. Aber, hä? Ich dachte, das gehört der... Hä? Okay, ich muss mir die ganzen Rätsel oben nochmal angucken. Das kommt nämlich nicht so ganz hin mit dem, was ich mir gedacht habe. Okay, gut. Nicht eintauschen. Nicht eintauschen. Als erstes. Kann ich das nicht alles oben lösen? Okay. Wo geht's hier oben hin? Ah, das ist Kaer Shirai. Das ist der normale Weg. Was ist das da unten dann? Pick up Carrot. So, jetzt könnte ich mir, glaube ich, einmal das komische Ding leisten. Okay. Was ist das hier für ein Weg? Das ist neu. Das ist definitiv neu. Und was mir noch einfällt, in Journey's End gab es auch noch unten links diese Barriere. Wie komme ich denn da durch? Hi. Archivist. Oh no, he's following me. Warum redest du nicht? Ja. Mutter Leadstone. Au. Wo ist der hin? Da habe ich irgendwas gesehen. Ja. Was bist du? Was ist das hier für ein Rennen? Ich würde gerne die ganzen anderen Wege auch noch angucken. Wir wissen, was da noch steht. Hör auf, schneller zu werden. Yo, wie soll ich ihn so schnell... Ja, mit einem Dreifachsprung halt, aber... Portal? The fuck? Er hat keine Sprachausgabe offenbar, okay. Since you've cornered me, I believe it's customary for a human host to offer a beverage to the guests. Care for some maggots milk? Yeah. Did you really say yes to maggots milk? I was just joking. Alas, it seems you've discovered my sanctuary. I'm the archivist. Magnanimous author of the ever so insightful tomes you've been collecting. Du hast die ganzen komischen Bücher geschrieben. Ah, okay, interessant. I've never seen your kind before. We're not much for consorting with other races. Quite frankly, most of their habits disgust us. We phase through our little subterranean pocket dimensions, observing Cyrodiil's blood-sodden history from safety. Ah, cool, ich will auch so ein Portal haben. Otherwise, I might look as gruesome as you. Okay. Why write these tomes at all?
I imagine it's good similar to your infatuation for bloodlust, a calling to do something fulfilling, like bathing in blood of your enemies. It's not like that anyway. I've been around a long time, you see, and I began to notice little discrepancies whenever I exit my pocket dimension. People repeating their actions, as thoughts they were carved in a loop, history repeating itself. It was an odd phenomenon to witness, truly. Das erklärt den New Game Cycle. History repeats. I decided to leave some of my tomes, hoping it might yossel their past, experience and break the cycle. Did it work? Not yet. Why about all these blah 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 blah, okay. Thalamus. Okay. Einen Thalamus-Fight gab's damals nicht. Außer den wir schon hatten. Was ist das hier? Ach, das ist so ein... Ach, das ist eine Fähigkeit. Infinite Dash. Infinity Dash? In Dash multiple times in the air. Oh mein Gott. Okay, wenn meine Ausdauer mitmachen würde. Interessant. Okay, jetzt könnte man auch an manchen Stellen rankommen ohne Dreifachsprung. Interessant. Okay. Portal to Entrance. Da waren noch andere Items. Du siehst hier vorne. Say, you want to race me? This time I won't go easy on you. Nein, ich kann mir keinen Weg aussuchen. Ih, der macht mir Schaden, der Penner. Es ist fies. Es ist voll mies. Es ist sowas von mies, das weiß er, oder? Wie soll ich ihn hier? Ja, mit dem Dauerjump halt. What the hell? Guess you have to be a bit faster. What? Okay, Moment. Equip. 1, 2, 3. Wie soll ich denn das noch schneller machen, teilweise? Vor allem, er cheatet halt auch noch. Es gibt aber nur einen Weg. Scheiß drauf, den Damage. Ja, dann... Okay, so spart man Zeit. Ja, und da ist mein Vorsprung hin. Ja. Das war mein Vorsprung. Wow! Zählt das noch? War ich vor dir? What? How did you win? Seed of Knowledge. Bin schön, dass er mal beides auf einmal macht. Naja, okay. Cool, hat mir ein Seed gegeben. Rip. Zack. Allen Point.
So, jetzt wird's interessant. Talentpunkte. Dive Kick bin ich jetzt nicht so angetan von. Essence Mastery ist okay. Soul Energy 30. Dann habe ich noch ein paar Dinger in Dingensbaum, theoretisch. Klasse 2 Baum. Klasse 1 hat zwar auch noch ein paar Skills, aber naja. Ja, und hier halt die Skills und die ganzen Boni. Soul Gained, Essence Gained, Regeneration und weitere Dinge, wenn ich nichts mehr habe. Dann würde ich jetzt auch erstmal eigentlich sagen, Max Energy um 30 erhöhen. So. Und jetzt will ich mir in Ruhe seine ganzen anderen Sachen hier angucken. Sollte doch eigentlich fast machbar sein. Oh Gott, ich kann eigentlich nicht durchfallen. Hier liegen noch Items überall rum. Immortalit Stone. Zum Beispiel. Und im Worst Case kann ich einfach mit der letzten Statue zurück und von da aus kann ich eh teleportieren. Ach, ist das schön, wenn man so ein bisschen Freiheit mittlerweile hat. Okay, es gibt Wasser. Interessant. Okay, Skelette. Das hier ist ein kleines Häuschen, hat er ja im Endeffekt gesagt. Was interessant ist, also er lebt zwischen den Dimensionen und lebt außerhalb der Zeit, aber er hat das quasi. Read Inscription. Wrong way. Ja. Als ob ich das nicht auch so wüsste. Hier ist es hier so eine ganz große Grube. Armor Scraps 3. Zack. Und die überhaupt her? Will ich wissen, was hier unten ist? Oh, scheiße. Okay, das ist da unten. Lass ich raten, da oben komme ich doch bestimmt irgendwie. Ne, das ist eine Decke. Okay, ich dachte, so könnte ich da oben vielleicht runterfallen dann. Da komme ich nicht hoch. Oder? Nö. Okay, dann muss ich da gleich nochmal gucken gehen bis dahin. Was geht schneller? Ich habe keine Statue vor dem Raum gehabt. Ich glaube, die Wege tun sich jetzt nicht so viel, ob ich jetzt bis zum Portal gehe oder ob ich mich porte. Ah. So, ich muss mal nach oben. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kann ich eigentlich. Das wusste ich nicht, dass das so geht. Interessant. Gut, das mal zu sehen. So, Portal. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch was ist, oder? Nee, ich will dich gar nicht racen. Will ich kein Stück racen. Wrong way. Ja, okay. Ach so, wenn ich zu weit zurückfalle, dann resettet sich das Ganze. Okay. Hat so ein bisschen was von Ocarina of Time, in gewisser Weise. Okay, da ist auch nichts. Und hier schon der Raum, wo ich runterfall dann, oder? Und reset. Gut, dann ist da nichts mehr. Interessant. Das war auch neu, definitiv. An den Typen erinnere ich mich kein Stück. Das Pferdchen ist auch ein bisschen unnötig jetzt, wo man sich teleportieren kann. Aber okay. Oh nein. War da drin in dem Ding irgendwo eine Karotte? Habe ich beim ersten Mal jetzt nicht drauf geachtet. Hallo, großer böser Drache. Warst du damals auch schon da? The Mortal Citadel, finally. For Ioni and Virael. For all the lives lost here.
Let's end this. So, okay. Dann nehme ich halt. So, und wehe, ihr lasst mir wieder meine Items irgendwo hinfallen. Immortalit. Soulstone. Soulstone. Ein schuld mir das Spiel schon. Oh, ich erinnere mich, war hier nicht im Fahr. Ich war im Fahrstuhl später, oder? Ich war im Fahrstuhl nach oben. Kind of remember this place. Oder war das in The Samus? Okay, warum seid ihr komischen Viecher hier? Wow! Yo! Stop summoning some shit! Danke. Also, okay, das ist eine Barriere. Mhm. Überepische Musik ist episch. Armor Scraps. Sag nicht die Karte. Aha, okay, oben habe ich einen Weg rein gehabt und hier unten habe ich einen Weg rein gehabt. Jetzt bin ich da. Okay, was ist das hier unten? Achso, das war das komische Labyrinth gerade. Okay. Du bist jämmerlich. Hallo Super Mario, Super Mario World. Mit euch schon rausgelassen. Ah, das ist gar kein Weg. Das hatte ich beim letzten Mal auch das Problem. Wait, what? Ich komme doch wohl ohne Dreifachstand da hoch, oder? Ja. So, Soulstone. Ah, die beiden droppen auch 100% Soulstone offenbar. Sollte das mal ein Drache sein? Ich glaube, es sollte mal ein Drache sein. Hier geht auch immer schneller drauf. Schön. Alter, so viele Buffs da oben. Okay, es ist. Oh. Hallo, was bist denn du für ein großes, böses Ding? Oh shit. Oh shit! Du bist eine Miniaturvariante von dem Gaia-Klotz. Damn. Der Leiche bleibt liegen. So ist Stone. So ist Stone. Hier gibt es quasi 4 Stück schnell zu holen. Mhm. Immortalit Stone. War das eigentlich meine letzte Fähigkeit gerade? Müsste eigentlich, oder? Wieso gibt es hier so einen großen leeren Raum mit nichts? Oh, ich habe mal wieder ein Fehler-Upgrade. Doom-Upgrade. Das letzte hat sich jetzt aber echt lang hingezogen. Ah, Shortcut. Dahin kann ich nicht, okay. Great Knight Boots, aha. Ah, hat zumindest was man nicht erhitten kann andauernd. Also, okay, so komme ich dann wieder nach oben. Aha. Ich erinnere mich hier auch dran an diese Stelle. Ja. Oh shit. Recke. Verreckt er jetzt eigentlich auch? Ich kann nicht anvisieren, aber du verreckst nicht? Verarsche. Aber sowas von. Oh Gott. So.
So. Okay, es sind schon 6 Stück, die hier einfach in Folge quasi sind, die man sich einfach so holen kann. Der Raum ist groß und offen. Wo ist das Problem? Ah! So Stone. Was ist das dort? Ach so, okay. Es hat mir nichts gebracht, von oben ranzugehen, weil dann wäre nämlich die Tür hier gewesen. Ach so. Yeah, okay, jetzt geht's noch da einmal rum und ich glaube, hier oben ist schon das Finale. Kann man nicht irgendwo hier hinfliegen? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Scrap Uses Item, ja. Und dann mache ich nochmal einen Save von einer Save-Datei. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Ansonsten sehen wir halt nur ein Ending, aber okay. Break Knight Boots, Filter Greaves, ja. Break Knight Boots, Break Ham, bla bla bla, Magisters Hood, Blooms, bla bla, okay. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt nochmal ein Save. Und dann geht's Richtung Ending B. Wenn ich es richtig umsetze. Danach Ending A und der Rest. Ending C hatten wir beim ersten Spieldurchgang. Das ändert sich hier nicht. Bis hierhin sollte das Spiel, außer die neuen Bosse, die wir jetzt hatten, schon das gleiche sein. Und so ein paar Änderungen. Aber gut, dann würde ich sagen, Exit to Main Menu. Und ich sage ciao und bis dann.